Jetzt geht es wieder um den Haushalt, um das Thema sauber machen. Ich glaube, wir alle haben ein Grundbedürfnis für eine Grundsauberkeit. Die haben wir uns spätestens im letzten Jahr angeeignet. Jetzt sollten Sie noch besser drauf aufpassen, weil wir dürfen endlich wieder Besucher empfangen. Und da sollte es natürlich auch richtig schön aussehen. Wir Männer, ja, wir sind oftmals sehr pragmatisch. Wir wollen zwar putzen, aber es muss schnell und einfach gehen und das Ergebnis muss stimmen. Und dass das auch bei Ihnen zu Hause ist, dafür gibt es heutzutage technische Mittel. Im zweiten Teil dieser Sendung sehen wir zwei preisgekrönte Fensterputzroboter von Hobot, die Ihnen die für mich leidigste Arbeit abnehmen. Aber beginnen tun wir mit dem leistungsstärksten Akku-Zyklon-Staubsauger, den ich jemals in der Hand hatte. Und da übertreibe ich nicht, Anne-Kathrin, weil dieser ist wirklich unglaublich leistungsstark. Der ist phänomenal. Der hat 20 Kilopascal. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Herkömmliche kabelgebundene Staubsauger haben so zwischen 10 bis 15. Und der ist sogar akkubetrieben und hat 20 Kilopascal. Das ist eine Wuchtbrumme unter den Staubsaugern. Das kann ich Ihnen sagen. Der hängt jetzt hier so schön vor sich rum. Das hat auch den Grund, dass er hier natürlich mit Wandhalterung zu Ihnen nach Hause kommt. Das heißt, den haben Sie immer dann, wenn Sie ihn benötigen. Ne? Man kennt das ja von den kabelgebundenen. Jetzt ziehst du aus dem Raum raus, dann musst du da die Steckdose suchen und ach Mensch, das gehört ab sofort der Vergangenheit an. Wenn gekrümelt worden ist, zack, herausnehmen, fertig. Und jetzt habe ich hier wirklich einen leistungsstarken Akku-Zyklon-Staubsauger. Bedeutet, der ist kabellos, der ist leistungsstark und er hat keine Staubsaugerbeutel mehr. Schauen Sie mal, das Ganze hier nämlich ohne Staubsaugerbeutel, das ist ganz, ganz Tolles. Und jetzt kommt die Revolution, denn der saugt nicht nur. Der hat auch noch eine motorbetriebene Bürste und die sehen Sie hier. Das heißt, die rotiert so schön vor sich hin. Ich sage immer, das ist die Waschanlage unter den Staubsaugern. Und die sorgt jetzt eben dafür, dass Schmutz, das Haare, das Fusseln zuverlässig aus allen Teppichböden herausgezogen werden. Wie zum Beispiel auch mal der hochflorige Teppich. Und gerade so hochfloriger Teppich ist ja meistens eine Herausforderung. Wir haben hier zufälligerweise einen. Und das stellt die Fasern richtig auf. Schauen Sie mal, das sieht richtig aus wie neu. Diese eine Bahn, die ich hier drüber gegangen bin, das sieht aus wie ein neuer Teppichboden. Also sehr, sehr toll gemacht hier, sehr leistungsstark. Und wenn ich jetzt hier auf der Seite noch einmal drücke, zack, dann habe ich hier den Power-Modus. Ja, Sie haben ja hier zwei verschiedene Modi, einmal den Eco-Modus und einmal den Power-Modus. Und da sieht man jetzt ja auch schon, wie diese Fasern aufgestellt worden sind. Das sieht aus wie neu. Das ist ein ganz zuverlässiger, toller Staubsauger, der jetzt hier die Fasern wieder aufstellt. Und das ist doch mal was ganz, ganz Besonderes. Mit Licht, wie Sie es auch hier sehen, damit ich zum Beispiel auch mal unterm Bett, unterm Sofa, unter dem Tisch saugen kann, ne? Damit ich auch sehe, wo sind denn jetzt die Schmutzkrümelchen? Und das ist hier natürlich schon mal das Erste, was ganz, ganz Tolles. Aber wir wären ja nicht bei Pearl TV, wenn der nicht noch viel, viel mehr könnte. Und jetzt mache ich aus diesem Staubsauger, mache ich jetzt einfach mal einen Bodenwischer. Ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Sie werden sehen, auch das geht im Handumdrehen. Und ich muss ehrlich sagen, von der Leistungsstärke dieses Staubsaugers, da möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, bin ich total überzeugt. Also dieses Kilopascal, die Anne-Kathrin gerade genannt hat, das ist die Leistungs-, also die Saugstärke. Und das ist wirklich der stärkste Staubsaugerroboter, den ich je gesehen habe. Und jetzt ist es plötzlich ein Fußbodenputzpoliermaschine, oder? Genau, es ist nicht nur ein Bodenwischer. Es ist gleichzeitig, das sehen Sie jetzt hier, wenn ich das mal umdrehe, auch gleichzeitig noch eine Poliermaschine. Und das ist eben das Tolle. Das heißt, sogar harter, neckiger Schmutz, der schon ein bisschen länger auf dem Fußboden ist, wird hier nochmal schön rausgearbeitet. Und hier sehen Sie jetzt übrigens gerade den Wassertank. Da habe ich jetzt frisches Wasser reingefüllt mit ein bisschen Reiniger, Bodenreiniger, kann natürlich auch eine Parkettpflege sein. Und jetzt wird das hier jedes Mal frisch hinzugefügt. Ne? Also das ist ja normalerweise, wenn man wischt, geht man ja immer wieder mit dem Schmutzwasser in den Wassereimer. Das ist hier aber nicht der Fall. Hier wird jedes Mal frisches Wasser hinzugefügt. Das ist natürlich auch super bequem im Stehen. Ne? Man muss nicht mehr wie früher auf die Knien rumrutschen und den schweren Wassereimer schleppen, sondern das geht jetzt hier ohne Probleme. Und Ralf, du siehst doch hier schon einen absoluten Unterschied, oder? Ja, natürlich. Und vor allem das Putzergebnis dann am Ende, wenn man fertig ist, ist einfach mehr als befriedigend, weil man sieht, dass man geputzt hat. Das finde ich immer wichtig. Wir Männer brauchen ja immer so eine kleine Bestätigung. Man muss auch sehen,
dass man was getan hat. Und das sieht man hier perfekt. Also einerseits natürlich der Staubsauger mit Leistung eines kabelgebundenen Staubsaugers, der übrigens auch als Handstaubsauger zu benutzen ist. Und andererseits eine Bodenpolier- bzw. Putzmaschine. Und das spart natürlich erstens mal zusätzliche Geräte. Man macht alles mit einem. Und es geht so locker von der Hand, dass Sie auch Zeit und auch körperliche Anstrengung sparen. Ja. Ja, weil ich sehe gerade, mit einem normalen Staubsauger würdest du nicht einfach so rumhantieren, oder? Nee, Sie haben ja gesehen, wie gelenkig der ist. Ne? Also richtig schnittig, ein kleiner Sportflitzer. Ich kann den aber auch noch ruckzuck zu einem Handstaubsauger umwandeln. Und jetzt ist ja so die Zeit, wo man auch mal Polstermöbel vom Auto aussaugen will. Ne? Da müssen Sie jetzt nicht an die Waschanlage fahren, sondern Sie haben hier so einen 2-in-1-Aufsatz. Klick, den habe ich jetzt hier angeklickt. Das ist einmal hier die Fugenbürste. Und wenn ich das hochschiebe, habe ich gleichzeitig noch eine Fusselbürste. Und jetzt hat er immer noch 20 Kilopascal. Also der hat nicht an Leistung verloren. Weil früher hatte man ja immer so Handstaubsauger, die gar keine Kraft hatten. Ne? Da ist man dann bewusst immer an die Tankstelle gefahren. Heutzutage geht das wirklich mit einer enormen Leistung. Immer noch 20 Kilopascal. Und jetzt kann ich hier im Handumdrehen zum Beispiel mal meine Polstermöbel absaugen. Ne? Hier einfach anstecken und dann geht es los. Hier kann ich jetzt zum Beispiel auch mal mein Sofa absaugen oder zum Beispiel im Auto, wenn ich da die Sitze habe, wenn ich da gekrümelt habe. Jetzt ist man ja vielleicht auch viel mit dem Auto unterwegs. Ne, und man saugt auch mal zwischendurch. Normalerweise muss man erst an die Tankstelle fahren, dann zahlst du dafür viel Geld. Und hier kann man immer mal ab und zu durchsaugen. Ist doch toll, gerade wenn Sie vielleicht auch Haustiere haben, Hunde, die Sie vielleicht im Auto auch transportieren. Ne? Das ist doch toll, wenn ich mal hier zwischendurch schnell absaugen kann, oder? Ja, oder wenn beim Frühstück mal so ein kleines Krümelmalheur passiert, dann muss man nicht mehr das große Geschirr rausholen. Man nimmt den Staubsauger von der Wandhalterung und in einer Minute ist das Schnee von gestern. Ich habe mir übrigens einen Akkuzyklon-Staubsauger geholt, aus einem Grund, das war mein Hauptgrund, und zwar habe ich eine Treppe. Ich wohne auf 2 Ebenen und wenn ich mit dem kabelgebundenen Staubsauger hier gesaugt habe, bin ich immer nur bis 3/4 der Treppe gekommen. Dann musste ich wieder runterrennen, ausstecken, wieder hochrennen, einstecken und dann hat man immer auch den ganzen Korpus dabei. Und Sie wissen, wie unhandlich das ist. Das war mein Grund. Ich habe ihn als Zweitstaubsauger gekauft, aber mittlerweile, und das kann ich unumwunden zugeben, ist es mein Erststaubsauger. Und ich bin mir relativ sicher, dass es bei Ihnen genauso sein wird, weil vergessen Sie alles, was Sie bisher mit Autostaubsaugern oder Akkustaubsaugern von der Saugkraft erlebt oder gehört haben. Das hier ist einer mit, nochmal, mit dieser Leistungsstärke 20.000 Pascal. Ja, der kommt wirklich an das ganz Normale von einem Bodenstaubsauger ran. Und der ist auch mal ganz toll, wenn du mal die Treppenstufen absaugen möchtest. Der wiegt ja nichts. Das ist ja ein Witz. Das ist ja wirklich ganz, ganz leicht. Und hinterher, wenn der Staubbehälter voll ist, sehen Sie, hier sind schon ein paar Fusseln, Mensch. Und obwohl ich hier dachte, der Fußboden ist sauber, dann spült man den ein bisschen aus, ist natürlich auch toll für Allergiker und Sie müssen gar keine Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen. Also das ist ganz schnell gemacht und Sie kommen auch gar nicht mit dem Schmutz in Berührung. Das ist ja auch was Tolles, ne? Ja, und der HEPA-Filter ist auch noch drin. Also Sie sehen, alles drin, Wandhalterung dabei für Zubehör, aber auch für den Staubsauger direkt und so ist er dort, wo Sie ihn am günstigsten finden, immer griffbereit, wenn mal so ein kleines Malörchen passiert. Der Preis finde ich fantastisch, 179,54 €. Und hier sehen wir nochmal das komplette Zubehör, Wandhalterung, den Wischaufsatz, die Bodenpolierpads, dann den Tank, dann natürlich die Zwischendüse und somit haben Sie das Komplettpaket und er kommt auch noch Porto- und versandkostenfrei zu Ihnen, der 3-in-1-Zyklon Handbodenstaubsauger und Bodenwisch- und Poliermaschine und das möchten Sie nicht mehr missen. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, das ist die NX4855 und die 569 und da viele Haushalte heute überwiegend Hartböden haben, ist so eine Poliermaschine auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Man muss eben nicht mehr auf dem Boden rumkriechen und hier scheuern. Ja? Das hat meine Oma noch gemacht mit Scheuermilch. Jetzt gehen wir mal vom Boden nach oben. Fenster putzen, ja? Das ist, egal in welcher Höhe, für mich eine der lästigsten Aufgaben überhaupt. Und mittlerweile weiß ich, das geht nicht nur mir so, sondern vielen anderen auch. Und was ich auch gemerkt habe, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, steige ich nicht mehr gerne auf Leitern, um vielleicht auch mal Dachfenster oder die oberen Kanten von Fenstern zu putzen. Und dann finde ich es herausragend, dass es endlich brauchbare Fensterputzroboter der neuesten Generation gibt. Und wir haben vom Weltmarktführer oder einem der Weltmarktführer für Haushaltsroboter von Hobot, haben wir 2 ausgezeichnete Geräte hier. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet, mit Preisen überhäuft. Und die machen das einfach zum Kinderspiel, weil man es selber nicht mehr
Fenster putzen muss. Ja, und Fensterputzen ist wirklich nicht nur leidig, sondern auch gefährlich. Und ich habe Ihnen jetzt zwei Modelle mitgebracht aus dem Hause Hobart. Das erste Modell ist unsere Poliermaschine für die Fensterscheibe. Ja, Sie haben ja gerade schon gesehen, wie wir fleißig den Boden poliert haben. Und das ist die Poliermaschine für die Fensterscheibe. Bietet sich natürlich ganz toll an, wenn Sie sehr, sehr starke Verschmutzung haben, wenn Sie ländlich wohnen, ja, wenn Sie zum Beispiel auch viele Vögel haben und die dann natürlich ab und zu auch mal an die Scheiben kackern. Der arbeitet mit Unterdruck. Das heißt, die können Sie überall ansetzen, wo Sie das möchten, egal ob Dachschrägen, egal ob Fliesen, egal wo. Und so was von zuverlässig und einfach. Ich zeige Ihnen das mal. Ich nehme hier jetzt die Fensterscheibe hinter mir. Übrigens, die Mikrofasertücher, die Sie hier gerade gesehen haben, da bekommen Sie 14 Stück mit nach Hause geliefert. Die sind für Sie schon mit dabei. Und dann außerdem noch eine Flasche Reinigungsflüssigkeit. Die schenken wir Ihnen auch noch. Ich zeige Ihnen die auch gleich mal, für was die geeignet ist. Und man denkt ja immer bei ausgezeichneter Technik, Innovation, das ist super schwer verständlich. Ganz im Gegenteil. Sie nehmen den Fensterputzroboter, stecken den in die Steckdose, packen die Tücher drauf, füllen hier die Flüssigkeit ein und schon geht es los. Einmal einschalten, man kann den natürlich auch mit der Fernbedienung steuern oder mit Hilfe einer kostenlosen App von Hobart, müssen Sie aber gar nicht. So, und jetzt sehen Sie schon, deswegen mache ich den auch mal von außen dran, damit Sie sehen, wie effektiv der reinigt. Sie sehen jetzt hier schon diese rotierenden Pads und das ist das Tolle. Also selbst bei sehr, sehr starken Verschmutzungen nimmt er das ohne Probleme weg. Ist doch der Hammer, oder Ralf? Ja, und vor allem durch diesen Flüssigkeitstank, wo Reinigungsmittel reinkommt, wird eben nicht nur poliert, sondern wirklich geputzt. Und ich glaube, man sieht das deutlich durch diese leichte Drehbewegung. Das ist gründliches Reinigen bzw. Polieren. Und ich möchte auch über den TV-Sonderpreis sprechen, weil Sie den exklusiv als Pearl TV-Zuschauer bekommen. Der liegt hier bei unglaublich günstigen 249,99 €. Die unverbindliche Preisempfehlung bei diesem Gerät liegt bei 599 €. Und ich finde es faszinierend, dass man für so vergleichsweise wenig Geld sich einen perfekten Haushaltshelfer holen kann. Und wir gucken mal ganz kurz gemeinsam auf Pearl.de. Da sehen Sie den regulären, schon günstigen Pearl.de-Preis, knapp 300 €. Da sparen Sie auch noch mal als exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer eben 50 €. Jetzt hast du so im Nebensatz angesprochen, ja, man kann auch Fliesen damit reinigen. Mhm. Das heißt, Fensterputzen ist gar nicht alles, was er drauf hat. Genau, dadurch, dass er mit Unterdruck arbeitet, können Sie den wirklich auf alle glatten Oberflächen aufsetzen. Ob das Fliesen sind, ob das Spiegel sind im Badezimmer oder zum Beispiel im Schlafzimmer, egal wo, ja, der nimmt den Schmutz effektiv auf. Und gerade im Badezimmer, da hat man ja auch mal Kalkablagerungen, ja, da hantiert man vielleicht mit Haarspray oder in der Küche, wenn man gekocht hat mit Fett. Und da ist das eben das Tolle, der nimmt das hier ohne Probleme spielend einfach auf durch diese Rotation. Und das ist eben das Besondere, weil drüber wischen, das kennt man ja auch von anderen Fensterputzrobotern. Aber wenn Sie jetzt eben sehr, sehr starke Verschmutzungen haben, ne, wo man sagt, okay, das kriege ich nur mit ganz viel Kraftaufwand weg, dann ist das genau der Richtige, weil durch diese Rotation wendet der schon Kraft automatisch an. Und das heißt, Sie müssen gar nichts mehr machen. Ja, und natürlich wird auch die Frequenz des Fensterputzens sich erhöhen. Wie oft putzen Sie denn Fenster? Ja, wenn man es von Hand machen muss, einmal, maximal zweimal im Jahr. Ja, hier können Sie wirklich sagen, komm, ich mache das mal alle 4 Wochen, weil Sie es selber nicht mehr machen müssen. Und Fensterputzen ist meiner Meinung nach nicht nur lästig, sondern auch gerade mit zunehmendem Alter sehr, sehr gefährlich. Ja. Man liest ja immer wieder, dass Mann oder Frau beim Fensterputzen abgestürzt ist. Und Sie wissen vielleicht auch, die meisten Unfälle passieren heutzutage nicht auf der Straße, nicht auf den Autobahnen, sondern im Haushalt. Und viele davon eben bei Stürzen beim Fensterputzen. Ja? Und das ist eben auch eine Sicherheitsfrage. Und ich sag's nochmal, je älter ich werde, desto weniger gern steige ich auf Leitern, auf Stühle und auch Panoramatüren unten in die Knie. Ja. Das mache ich auch nicht mehr gern, weil da knackt es immer. Ja? Lassen Sie es doch tun. Und das für 249,99 €. Und hier sehen wir auch mal so ein großes Panoramafenster. Mühelos gereinigt, ohne Murren. Und viele wollen ja Hilfe. Aber dann denkt man oftmals an fremde Personen, die man sich ins Haus holt. Muss man heutzutage nicht mehr machen, weil heute gibt es so technisch innovative
innovative Fensterputzroboter. Und das sind eben die Roboter der neuesten Generation. Ja, HOBOT steht für Home Robotics, sprich, die sind spezialisiert auf die Entwicklung von Haushaltsrobotern. Ne? Das ist jetzt keine Firma, die alles Mögliche macht, sondern die wissen, was sie tun. Die sind ausschließlich auf die Entwicklung von intelligenten Haushaltsrobotern spezialisiert. Und viele Modelle wurden von denen auch ausgezeichnet. Zu dem nächsten Modell kommen wir auch gleich noch. Und ich finde, da hat man auch ein gutes Gewissen. Also wenn du sowas zu Hause hast, da weißt du einfach, das ist ja wie wenn du zum Beispiel eine Musikanlage kaufst oder einen Fernseher. Wenn du zu einem Markengerät greifst, da weißt du einfach, du holst dir Qualität nach Hause. Stimmt's? Ja, und zwar Markenqualität von HOBOT. Und das ist hier, ich glaube, wir sehen das schon ganz eindrucksvoll, wirklich herausragend. Und jetzt nicht nur die Technik, dass ich es nicht mehr selber machen muss, sondern auch ihre Sicherheit ist ganz, ganz sicher hier entscheidend. Und die Fenster sind nun mal unsere Visitenkarten nach draußen. Ja. Und stellen Sie sich mal vor, Sie werden irgendwann mal von der Nachbarin angesprochen. Oh, Frau Schmidt, Sie könnten mal auch mal wieder Ihre Fenster putzen. Ja, also, nee, muss nicht sein. Aber lassen Sie es machen. Und ich habe vorhin von der Gefahr beim Fensterputzen gesprochen. Ja, die ist natürlich auch noch relevant. Ich denke, da haben wir jetzt auch mal einen Artikel dazu. Und da sehen wir das. 9.815 Menschen starben bei Unfällen im Haushalt. Jedes Jahr sterben bei Haushaltsunfällen mehr Menschen als im Straßenverkehr. Die Zahl der tödlichen Hausunfälle wächst seit 2007 Jahr für Jahr und sie wird mit großer Sicherheit weiter steigen. Alte Menschen seien wegen nachlassender Muskel- und Sehkraft besonders sturzgefährdet. Oft fehle ihnen die Einsicht, dass sie manche Dinge ohne Hilfe gar nicht mehr schafften. Stürze sind mit mehr als 80% die überwiegende Ursache tödlicher Haushaltsunfälle, etwa beim Fensterputzen. Also genau das, was wir gerade erwähnt haben. Und man muss sich auch man hat sich doch verdient, ein bisschen ruhiger zu leben. Grundsauberkeit muss trotzdem sein. Also muss man sich nicht mehr in dieses Risiko begeben, sondern man lässt es einfach tun von einem wirklich leistungsstarken Haushaltsroboter. Ja, und der ist wirklich sehr, sehr leistungsstark. Sie sehen es hier schon hinter mir. Der arbeitet sehr fleißig. Der erkennt übrigens auch, wenn die Scheibe sauber ist, dann macht er mit dem Piepton auf sich aufmerksam. Dann können Sie ihn jederzeit auf die nächste Fensterscheibe aufsetzen. Und wenn Sie jetzt anrufen, ist auch alles dabei. Nochmal, da sind 14 Mikrofasertücher dabei und sogar eine Flasche Reinigungsflüssigkeit. Also, der bestellen Sie und wenn der bei Ihnen ist, in wenigen Tagen, dann können Sie sofort loslegen, müssen nicht erst die Tücher dazu kaufen, Reinigungsmittel. Das ist alles schon dabei. Was Sie jetzt noch brauchen, ist die Bestellnummer. Ja, und die sage ich Ihnen gern. Das ist die NX6316 und die 569. Hier sehen wir nochmal das Zubehör, der Fensterputzroboter, Fernbedienung. Das Sicherungsseil ist natürlich auch dabei, wenn Sie mal Außenfenster nehmen, die Reinigungsflüssigkeit. Und insgesamt 14 Pads, die natürlich immer wieder verwendbar sind. Aber wenn Sie viele Fenster haben, dann können Sie alles in einem Abwasch machen und dann werfen Sie die Pads einfach in die Waschmaschine. Der Preis 249,99 €. Und weiter geht's mit einer guten Nachricht für alle, die drauf gewartet haben. Nämlich unser absoluter Bestseller, ebenfalls ein Spitzenmodell von HOBOT, ist endlich wieder lieferbar. Und ich denke, da haben viele drauf gewartet. Ja, ich habe den ja bereits seit Sommer letzten Jahres und ich muss Ihnen sagen, das war wirklich eine komplett richtige Entscheidung, weil am Anfang ist man ja immer ein bisschen skeptisch, wenn man sich Haushaltsroboter nach Hause holt. Ne? Darf man ja auch, aber ich möchte ihn nie wieder aus der Hand geben. Dieses kleine weiße Kerlchen hier, der ist jetzt eckig, der hat jetzt keine rotierenden Pads mehr, der ist eckig, kommt dadurch aber wunderbar in die Ecken. Also gerade so Kanten, das arbeitet er super sauber aus. Und auch hier arbeitet er wieder mit Unterdruck. Das heißt, den setzen Sie überall auf. Hauptsache glatt. Ob das die Duschkabine ist, ob das Ihr Terrassenfenster ist, ob es der Wintergarten ist, ob es die Spiegel sind, ob es die Fliesen sind, Dachschrägen, egal was, Hauptsache glatt. Und das ist eben das Schöne. Es ist ein zuverlässiges Kerlchen. Ja, den setzt man auf und geht dann seine Wege. Ich koche derweile oder kümmere mich um andere Sachen, die ein bisschen mehr Spaß machen als Fensterputzen. Und das, was Sie hier sehen, ist natürlich auch eine Revolution auf dem Markt in puncto Fensterreinigung, weil Sie sehen, dass ja schon diese Dachschräge hier hat keinen Rahmen. Und das ist eigentlich wirklich die Königsdisziplin. Sie sehen, Dachschräge plus rahmenlos ist eigentlich unrealistisch, aber der erkennt jetzt hier eben diesen Abgrund und fährt einfach in die nächste Richtung.
Ich weiß, eine Dachschräge ohne Rahmen ist jetzt natürlich ein bisschen unrealistisch, aber das könnte ja zum Beispiel auch eine Duschkabine sein oder zum Beispiel eine Eingangstür, eine Glastür, die hat ja auch meistens keine Rahmen. Ne? Und genau, dann kann man den ja auch jederzeit herunternehmen, so wie wir das hier gerade mal gemacht haben, und ihn jetzt zum Beispiel auf die nächste Scheibe aufsetzen. Und das ist hier das Tolle. Und ich finde das wahnsinnig, auch gerade bei Fliesen. Jetzt sehen wir Dachfenster, was du gerade angesprochen hast, aber bei Fliesen, da hört ja oftmals, die Fliesen hören auf, zum Beispiel im Bad, und das obere Drittel ist dann noch mit Raufaser. Tapete, auch da brauchen Sie nicht drauf zu schauen. Der Fensterputzroboter wird das ganz, ganz exklusiv für Sie erledigen, ohne dass Sie sich anstrengen müssen. Und Anna-Kathrin hat gerade gesagt, dann machen Sie irgendwas anderes, irgendetwas, was schöner ist. Und ich glaube, egal, was Sie tun, alles ist schöner, als selbst Fenster putzen zu müssen. Ganz gefährlich wird es natürlich auch, wenn Sie im zweiten, dritten, vierten Stock wohnen und Außenfenster reinigen müssen. Da liest man auch immer wieder, ja, Mann oder Frau hat das Gleichgewicht verloren, ist abgestürzt. Und das gibt meist die übelsten Verletzungen. Gehen Sie nicht mehr in dieses Risiko, lassen Sie sich helfen, und das von einem der innovativsten Fensterputzroboter, mit Sicherheit auch einer der modernsten Fensterputzroboter, die es derzeit gibt, mit einem der Weltmarktführer, nämlich dem Hersteller Hobot. Und dieser ist übrigens auch ausgezeichnet mit dem Innovations Award 2019. Also hier auch wirklich hochdekorierter Fensterputzroboter. Und jetzt gehen wir mal an die Fliesen. Ja, also Fliesenreinigung haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Auch das ist für das kleine Kerlchen gar kein Problem. Ich nutze den zum Beispiel auch sehr gerne in der Küche, wenn man gekocht hat. Ne? Wenn da so die Sonne reinscheint, dann sieht man immer erstmal diese Fettspritze. Oder im Badezimmer durch Kalkablagerungen oder zum Beispiel auch Haarspray. Und gerade im Badezimmer, irgendwann endet ja der Fliesenspiegel. Ne? Da ist ja manchmal, oder bei vielen, bei mir war das so, ist ja dann in der Mitte des Raumes zu Ende. Und auch diesen Hintergrund oder diese Hindernis erkennt er und fährt sofort in die nächste Richtung. Also man muss da gar nicht die ganze Zeit dabei sein und bangen, dass er jetzt gleich von der Scheibe stürzt. Das macht er nicht. Der ist so zuverlässig, der ist so clever. Der reinigt den gesamten Haushalt. Oder zum Beispiel auch mal so Schwebetüren-Schränke. Ne? Sie kennen ja diese Kleiderschränke, sieht ja toll aus mit diesen riesen Spiegelfronten. Aber putzen auf Dauer macht auch keinen Spaß. Ja, und was ganz schlimm ist, das haben uns auch viele Zuschauer schon berichtet, das sind Wintergärten. Oh, ja. Von innen geht es ja noch, aber von außen oftmals ein Beet darum. Ja. Da kannst du keine Leiter hinstellen, ohne ein Absturzrisiko. Brauchen Sie auch nicht mehr, weil innen als auch außen oder auch auf der Schräge putzt dieser Fensterputzroboter alle Ihre ebenen Flächen. Und Sie bekommen den natürlich auch noch zum TV-Sonderpreis. 332,49 €. Und natürlich werden solche innovativen Haushaltsroboter auch getestet. Unter anderem hat das der Spiegel getan, Spiegel Online. Und das schauen wir uns mal an. Wenn der Roboter die Fenster putzt. Und da steht, für viele Arbeiten gibt es heute elektronische Gadgets. Unser Autor gibt Tipps für 4 besonders nützliche Helfer. Klare Sache, der Fenstersauger von Sichler. Wir sind hier mit unserer Firma Sichler in Kooperation mit Hobot. Also genau den Fensterputzroboter, den Sie jetzt sehen, wurde getestet. Seit dem Herbst bin ich ein Fan des Fensterputzroboters von Sichler. Wasser rein, Reinigungsmittel rein, Stecker rein, auf die Scheibe setzen und los geht's. Das Gerät saugt sich fest und vibriert die Scheibe entlang. In meiner Altbauwohnung mit immerhin 15 teils recht kleinen Fenstern hat er binnen 2 Stunden alles buchstäblich glasklar bekommen. Innen wie auch außen. Und da sehen wir die Begeisterung, so geht es vielen, die ihn benutzt haben. Und jetzt stehen hier 15 Fenster. Aber das heißt ja, dass du 30 Fensterflächen hast. Von innen und von außen muss man ja putzen, das stimmt. Also das ist natürlich eine enorme Erleichterung. Ich kann dir nur sagen, ich lasse ihn jeden zweiten, dritten Tag bei mir zu Hause putzen. Und dann hast du so eine gewisse Grundsauberkeit. Dann können die Fenster gar nicht mehr verschmutzen. Und auch hier, wenn Sie heute anrufen, ist alles dabei. Schauen Sie mal. 3 gelbe Mikrofasertücher sind für Sie schon mit dabei. Ist eine ganz, ganz tolle Qualität Mikrofaser. Sehr, sehr weich. Die können Sie übrigens auch waschen in der Waschmaschine. Dann ist hier noch eine Flasche Reinigungslösung mit dabei. Das ist die Originalgröße und Originalherstellerqualität. Und dann sehen Sie da noch eine Fernbedienung und ein kleines Absturzseil. Das dient natürlich dazu, wenn mal Stromausfall ist, dass er gesichert ist. Das gilt allerdings nur für einen längeren Stromausfall. Wenn der Stromausfall 20 Minuten gerade mal anhält, dann braucht man das Absturzseil gar nicht, denn der hat einen integrierten Notstromakku. Und das möchte ich Ihnen auch gleich mal vorführen, weil das ist wirklich ausgeklügelte Technologie. Ich nehme ihn jetzt mal hier von der Steckdose den Strom heraus. Zack. Da, Stecker habe ich in der Hand und er hält trotzdem noch an der Scheibe. Jetzt gebe ich Ihnen seinen Strom zurück.
So, zack, der meckert jetzt natürlich so lange, bis er seinen Strom wieder hat. Und jetzt macht er hier genau an der gleichen Stelle weiter. Ich kann den natürlich auch jede Zeit, ich muss den jetzt nicht direkt am Roboter bedienen, ich kann den auch jede Zeit mit Hilfe der Fernbedienung steuern oder zum Beispiel mit meinem Smartphone. Wenn Sie ein Smartphone haben, laden Sie sich einmal die kostenlose Hobart-App herunter, dann können Sie den auch steuern. Ich persönlich mache das nie, ich schalte den immer hier vorne an. Wie gesagt, ich habe den ja seit ungefähr ein Jahr und ich mache den einmal aufs Knöpfchen drücken, das reicht schon aus. Also mehr muss man da nicht wissen. Super einfach verstanden, also man braucht auch gar keine Bedienungsanleitung. Und Sie können Ihr neues Familienmitglied in wenigen Tagen bei sich zu Hause begrüßen, wenn Sie jetzt ans Telefon gehen. Denken Sie dran, unsere Rufnummer ist immer kostenfrei, egal ob Sie vom Handy oder vom Festnetz anrufen, die 0800 51 51 3x die 4. Und Sie bekommen natürlich den Fensterputzroboter, den Haushaltsroboter, so möchte ich ihn nennen, Porto und Versand kostenfrei bis vor die Haustüre geliefert. Der Preis exklusiv für Sie 332,49 €. Wir kommen übrigens hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699 €. Die Bestellnummer ist die NX6057 und die 569. Und ich möchte es nochmal betonen, er ist sofort lieferbar. Und Sie holen sich hier keinen Haushaltsroboter, sondern eigentlich mehr Lebensqualität und mehr Freizeit ins Haus. Jetzt hat Anne-Kathrin vorhin angesprochen, Reinigungsmittel ist mit dabei, aber wir haben hier noch, also, während sie wieder den Boden putzt, haben wir hier noch, wenn Sie gleich mal vorausdenken wollen, eine Flasche Reinigungsmittel für Sie. Das ist spezielle Herstellerqualität. Das ist die Original-Herstellerqualität. Ne? Da bekommen Sie jetzt eine Flasche, bekommen Sie ja mit dazu. Ich empfehle aber auch, irgendwann ist die ja mal leer, dass Sie gleich noch eine zweite Flasche mit dazu bestellen. Ich meine, für 6,64 € ist ein super Preis, da sind 220 Milliliter dabei und das ist, wie gesagt, die Original-Herstellerqualität, die für beste Reinigungsergebnisse sorgt. Also nochmal, eine Flasche ist im Lieferumfang von beiden Fensterputzrobotern dabei, aber wenn Sie sagen, komm, ich hole mal gleich auf Vorrat, dann bitte nochmal 6,64 € mehr ausgeben. Die Bestellnummer für das Fläschchen ist die NX6059 und die 569. So, jetzt gehen wir nochmal zurück an den Anfang dieser Sendung, weil die Nachfrage ist riesengroß nach unserem 3-in-1 Akku-Zyklon-Staubsauger der besonderen Klasse. Und deshalb wird Ihnen Anne-Kathrin den jetzt noch mal ganz kurz vorstellen. Genau, ein Akku-Zyklon-Staubsauger und Bodenwischer und Poliermaschine der Extraklasse. Das ist der leistungsstärkste Staubsauger, den ich jemals austesten durfte. Der hat 20 Kilopascal, ja, das heißt fast die doppelte Leistung eines herkömmlichen Staubsaugers. Und hier, das ist der Aufsatz für den Bodenstaubsauger. Ich habe mich jetzt aber mal für den Bodenwischer und Polierer entschieden, weil das ist die Revolution auf dem Markt. Das haben nur die allerwenigsten und die kosten dann auch gleich mal das 3- bis 4-fache. Hier ist der Wassertank integriert. Da wird jedes Mal frisches Wasser hinzugefügt, wenn Sie wischen und polieren. Und Sie können den natürlich auch ruckzuck zu einem Handstaubsauger umfunktionieren. Aber das Besondere hieran ist natürlich kabellos. Beutellos, super leicht in der Handhabung, also wirklich ganz, ganz leicht, wenn Sie auch mal Treppenstufen absaugen möchten, wenn Sie mal wischen wollen. Und dank der Wandhalterung ist er auch immer griffbereit. Das heißt, egal welchen Fußbodenbelag Sie haben, das ist Ihr neuer Haushaltshelfer. Und er ist auch ruckzuck umgesteckt, also das ist ja gar kein Problem. Schauen Sie mal, einfach hier, zack, nehme ich den Wasserbehälter ab, stecke hier meinen Staubsaugeraufsatz an und schon kann ich weitermachen. Also einfacher kann es ja wohl nicht sein. Also leistungsstarker Bodenstaubsauger mit motorisierter Bodendüse, dann leistungsstarker Handstaubsauger und, was für mich noch unglaublich ist, im selben Gerät wischen und putzen für alle Hartböden. Und so einfach kann es sein, seinen Haushalt in Ordnung zu halten. Und ich denke, ich muss das nochmal wiederholen, wir legen alle viel Wert auf Grundsauberheit, weil wir auch in letzter Zeit sehr viel zu Hause waren. Aber so einfach war es, glaube ich, noch nie. Auch mal für die Herren, die gerne im Haushalt helfen, ja, machen Sie sich's einfacher. Auch hier keine Wischeimer mehr schleppen, weder beim Fensterputzen noch beim Bodensaugen. Ich sage Ihnen noch kurz die Bestellnummer für den 3-in-1 Akku-Zyklon-Staubsauger. Das ist die NX4855 und die 569. Der Preis, ja, weit unter 200 €, und das ist für mich auch noch eine Sensation. Ich höre gerade, unser erster Fensterputzroboter, den wir hier haben, ist auch schon sehr stark wieder nachgefragt.
Unter anderem hat sich Klaus dazu entschieden, sich beim Haushalt helfen zu lassen. Klaus, alles richtig gemacht. Und wenn Sie in einer Partnerschaft leben, wird sich Ihre Frau mit Sicherheit auch riesig über die Hilfe freuen. So, und alle anderen gehen jetzt bitte ans Telefon. Kostenfreie Telefonnummer 0800 51 51, dreimal die 4, und machen Sie sich das Leben leichter. Für die Böden und auch für die Fenster, beziehungsweise für alle Ebenen, Flächen. Und glauben Sie mir, putzen muss gar nicht so fürchterlich sein. Es kann sogar Spaß machen. Viel Spaß.